Ja, ich weiß schon. Österreich ist halt einfach eine schöne Natur, vor allem hier das Tirol. Tirol ist wunderbar in die Bergen, da gefällt es mir so viel. Gell? Wo, ja. sind wir denn genau heute? In Griechenland haben wir heute. Griechischer Wein. Wird zwar schöner. Korrekt. Einen schönen guten Morgen, Leute. Wir befinden uns in Athen in den Bergen und mit der schönen grünen Natur haben wir natürlich auch was Schönes Grünes mitgebracht. Mhm. Und zwar, Leute, fahren wir den neuen Audi RS3 in dem Kyalami Green. Und wie geil steht das bitte da? Und es wird noch geiler, denn wir haben wieder den schönen 5-Zylinder-Turbomotor am Start. 400 PS, 20 Newtonmeter mehr zum Vorgängermodell, bedeutet 500 Newtonmeter. Und wenn wir jetzt mal mit der Front starten, bitte, was soll daran nicht geil aussehen? Wie breit das Ganze wirkt? Er ist 33 mm breiter geworden zum Vorgängermodell und vor allem hier dieser Kühlergrill, wie breit das Auto macht mit den Audi-Ringen in Schwarz. Hier haben wir schön die Matrix-LED-Scheinwerfer am Start, vor allem auch ziemlich geil. Hier der Part, finde ich, macht das Auto noch mal einen Ticken breiter und auch ziemlich geil gemacht, wenn wir das Auto aufsperren, wenn das RS3-Logo eingeblendet wird. Also da muss man wirklich sagen, das macht Audi immer wieder geil mit den Scheinwerfern. Und Thema Performance hat sich ja auch einiges getan, denn anscheinend kann man mit dem Hobel jetzt auch querfahren. Ja, Drift Mode am Start. Wir werden heute auf die Rennstrecke gehen. Wir werden heute auf einen Driftplatz gehen. Und da dürfen wir uns nämlich ordentlich mal austoben. Und wenn wir auch von Performance reden, wir haben verschiedene Modis auch noch am Start. Bedeutet klar, Komfort, Efficient. Aber wir haben auch den Dynamikmodus am Start, den Performance-Modi am Start. Plus dann eben das sogenannte, wie sagt man? Du hast gerade einen blinden Passagier an der Kamera. Ja, da hat sich ja flink genug, auf dich habe ich gerade aufgeschaut. Wie sagt man da? Torque Rear. Ja, genau. Und das werden wir heute mal testen, was da so geht. Weil normalerweise ist immer beim RS3 so das Problem gewesen, dass der Hobel ziemlich untersteuert hat. Mhm. Ja? Ich meine, du fährst ja selber auch einen RS3, also du kennst dich ja noch besser aus. Was haben wir hier denn 0 auf 100 jetzt hat die Werte? 3,8 Sekunden. Um 3/10 schneller als wie der Vorgänger. Okay, das hört sich auf jeden Fall ordentlich an. In der Schule, das werden wir auch, gleich mal testen. Wenn wir jetzt mal hier an die Seite gehen. Hier der Part, ich finde, die Kante hier macht das Auto auch noch mal breiter. Klar könnte man jetzt sagen, er könnte hier noch ein bisschen breiter werden, wobei das vorne passt. Es wäre eher hier hinten, wo mir das so ein Ticken zu flach gehalten ist. Vorne passt das wirklich ideal, aber hinten, finde ich, könnte ein Ticken breiter dastehen. Vorne haben wir die 19 Zoll Reifen am Start, 265er. Wir haben hier jetzt die Stahlbremse. Optional können wir auch den RS3 mit der Keramikbremse ausstatten. Allerdings hinten bleibt das Ganze bei der Stahlbremse. Hinten haben wir 245er Reifen am Start. Die Pirelli P-Zero haben wir hier montiert. Allerdings auch heftig. Das werden wir heute auf der Rennstrecke ausprobieren. Es gibt optional den Trofeo R-Reifen. Trofeo R-Reifen ist ein Reifen rein für die Rennstrecke mit Straßenzulassung. Das ist das Heftigste, was es gibt. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was da heute geht. Und wenn wir jetzt zum Heck kommen, ich weiß nicht, ob mir das Heck oder die Front besser gefällt, weil ganz ehrlich, allein hier die schwarzen Endrohre, wir haben hier die Sportabgasanlage am Start, hier, das ist ziemlich geil gemacht, schön alles in Schwarz gehalten. Optional können wir den RS3 auch mit gewissen Carbon-Teilen ausstatten, bedeutet zum Beispiel die Seitenspiegel aus Carbon oder hier auch die Spoilerlippe aus Carbon. Und auch ein wichtiges Thema ist, der neue RS3 ist normalerweise bei 250 abgeregelt, dann die nächste Stufe ist 280 und dann gibt es, glaube ich, das Dynamic Plus Paket. Genau, das Dynamic Plus Paket, vielen Dank. Und da läuft der Hobel bis zu 290 km/h schnell. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein, 290 werden wir hier, glaube ich, nicht drauf kacheln heute. Ja, wobei, schauen wir mal, vielleicht auf der Rennstrecke, werden wir dann sehen. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt ein und dann schauen wir mal, was da geht, oder? Hey, Alter, bist du jetzt endlich fertig? Was ist denn noch mit dir? Ja, ich warte auf dich, du Zipfel. Ich warte auf dich schon seit 100 Jahren. Was ist denn mit dir? Ja, dann reiß mal jetzt halt auf. Ja, besser ist bist es. Bist du überhaupt schon angeschnallt? Ja, schon lange mal. Ja, besser ist es, besser dass du dich angeschnallt hast. Also, so, dann schauen wir mal, was hier der schöne 5-Zylinder so drauf hat, oder? Schau mal, hier ist geil. Die Gurte hier an der Seite in grün. Alter. Das hat schon was. Das, Alter.
Da sind aber viele Wow-Wows drin gewesen. Alter, was ist da? Da ist gleich alles die Himmel. Da ist der. Oh, Scheiße. Der Gang schon Alter, was ist denn noch los? Aber schön langsam, gell? Schön langsam. Aber bei, nee, wir reißen jetzt erstmal noch nicht auf. Wir lassen den Lader, lassen wir einfach durchfahren. Genau, ein Lader. Weil wir wollen ja hier erstmal ganz entspannt losstarten. Und zwar, wo sind wir denn gerade gewesen? Bei den Gurten, gell? Genau. Also wie wir sehen können, Leute, wir haben hier innen geht es auch mit einem Haufen Green weiter. Was geil ist, Alcantara, Lenkrad ist am Start, 12 Uhr Markierung in Grün. Hier, das finde ich ein bisschen zu viel. Also das ist jetzt eher nicht so mein Geschmack. Da würde ich eigentlich ganz normal in Schwarz lassen. Was geil ist, hier das Armaturenbrett schön in Carbon durchgezogen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist hier der Ganghebel, wo du einfach ja, noch den schönen Ganghebel schön in der Hand hast. Das finde ich fehlt mir so ein bisschen. Schallpedals sind geil. Ist eigentlich mehr oder weniger wie vom RS6, RS7. Und sonst auch die Sitze finde ich geil gemacht in den grünen Nähten und hier auch das hier an der Seite. Allerdings, was ich finde, ich könnte ein bisschen tiefer sitzen. Ja. Also von der Sitzposition, gut, jetzt bin ich natürlich, muss man ja dazu sagen, ein bisschen verwöhnt. Aber wenn ich das jetzt mit den Sitzen, ne, beim 9 M3 M4 Vergleich, wo wir optional die Carbon-Schalensitze haben können, ja, da kommt halt einfach nichts hin. Aber ich finde, hier könnte man trotzdem ein bisschen tiefer sitzen und auch, ich finde, der Halt ist nicht so gegeben, ja. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, der neue RS3 ist sehr, sehr sportlich ausgelegt. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Drive Select gehen, haben wir schon deutlich mehr Optionen, wie jetzt zum Beispiel hier Efficient. Dann, jetzt sagen wir mal, kümmst du jetzt wieder her. Dann haben wir hier Komfort, Automatik, Dynamik, wo es ein bisschen hecklastiger das Ganze wird. Und dann vor allem ziemlich geil, RS Individual und hier, jetzt geht's wieder weg. Dann haben wir hier die RS Performance, bedeutet, das ist für die Rennstrecke und wir können uns aber das Ganze auch nochmal selber individual konfigurieren und zwar Fahrwerk, komfortabel, sportlich. Das ist vor allem, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir auf der Rennstrecke unterwegs sind, Nürburgring, dann lassen wir natürlich das Fahrwerk immer in Komfort, weil es halt einfach so brechend hart ist. Lenkung können wir uns einstellen, ESC und dann natürlich auch der Modi, den wir später ausprobieren werden. Und zwar hier Torque Rear, bedeutet hier Drift Mode. Da müssen wir erstmal auf Aktivieren gehen. Und selbst dann ist das ESC noch nicht komplett aus, denn wir können ja theoretisch aus Versehen draufkommen. Bedeutet, wir müssen nochmal lange draufbleiben, bis jetzt das ESP komplett aus ist. Und theoretisch, wenn jetzt eine geile Kurve kommen würde, könnte man natürlich aufreißen. Ein bisschen aufreißen, würde ich sagen, oder? Ja. Aber, wie gesagt, das heben wir uns für die Rennstrecke auf. Wir wollen jetzt, denke ich mal, eher so, ja, ich würde jetzt mal sagen, Dynamikmodus hört sich doch ganz gut an, weil wir sind hier in den Bergen unterwegs, schön ein bisschen kurvig und schauen mal, wie das Ganze so liegt. Aber so bisher, die ersten Meter, fühlt sich das schon mal echt relativ entspannt an. Fühlst du dich gut? Ja, wir wollen mal die Zeitung lesen, wirst du sie. Ja, sehr gut. Ja. Ja, wo ist die? Die ist aber irgendwie heute nicht dabei. Nein, die habe ich verloren. Die hast heute verloren. Ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal hier das Stück nach unten, ne, und dann reißen wir das Ganze nach oben auf, oder? Ja, dann, ja. Also, machen wir so. Ja. Ich glaube, da könnte heute gut was gehen auf der Rennstrecke, habe ich das Gefühl. Hast du im Gefühl? Das habe ich im Gefühl. Ich habe was anderes im Gefühl. Das habe ich im rechten Finger. Ja, und ich habe es im Osch. Im rechten Zeigefinger habe ich das im Gefühl. Okay. Boah. Vor allem, wir fahren hier noch komplett mit ESP an, aber das hat hier schon wirklich ordentlich Traktion. Lass mal an, wie der aus den Kurven raus beschleunigt. Dreht einmal kurz ein bisschen durch, aber das ist schon sehr sportlich. Schön rein in den ersten Gang, jawohl. Der Rolf sagt in die erste Welle. In die erste Welle. Ja, also entspannt, oder? Ja. So die ersten Meter für das, dass wir in Dynamik fahren. Nächster Step ist ja dann Performance für die Rennstrecke. Aber ich sag dir, ich bin heute richtig heiß hier auf den Modus. Wer von? Auf den Modus bin ich richtig gespannt.
Ich glaube, einer geht, oder? Ich meine, das ist geschlossene Strecke hier. Ja, freilich. Einer geht. Einer geht. Oder? Also, komm. Moment mal. So, Alter, haben wir also auch eine Lounge-Kontrolle. Ja, aber warte, da müssen wir erst Klimaanlage ausmachen. Also, machen wir 0 auf 100 Messung. Hier, geil, wie das angezeigt wird. Und rot und los geht's. Oida. Ja, genau. Aber genau wie angegeben. Und jetzt habe ich noch 30 Kilo daneben. 3,8 Sekunden, ne? Für das, dass wir noch einen fast vollen Tank haben. Dann haben wir hier einen 200 Kilo Walross neben mir sitzen. Ne? Das sind Unterstellungen, das geht gar nicht. Also ich glaube, das geht schon noch einen Ticken schneller. Ich würde mal sagen, du steigst jetzt mal kurz aus. Und dann schaue ich noch mal von innen, was da geht. Und dann wirst du 4 Sekunden hoch. Ja, das wird 10, da wird schon noch mal mehr gehen. Das glaube ich. So, gut, dann schauen wir jetzt noch mal ohne den Beppi, was da geht. Und los geht's, Feuer! Boah. Ja, und was sage ich hier? 3,4 Sekunden. Also ihr seht, Beppe, 200 Kilo, was das für ein Unterschied ist. 3,4 Sekunden, das ist mal richtig eine Ansage. So, und was schätzt du? 3,3. Echt? Denkst du wirklich, dass du so schwer bist? Ja. Ja, ich meine, ich habe ja gesagt 200 Kilo Walross. Ach, halt doch jetzt einmal dein Fotze. 3,4 Sekunden. Na, wenn ich nicht gut bin. 0,4 schneller. Da siehst du mal. Wir haben ja vorhin auch bergauf gefahren, gell? Also überhaupt nicht sind wir bergauf gefahren. Also komm, hau die wieder rein. Jetzt geht's ab auf die Rennstrecke. Also, bis gleich, Leute. Ne, kannst selber gehen. Also, pfirti, gell? So, was machen wir jetzt, Beppe? Jetzt tun wir Reifen aber gummieren, Alter. Jetzt tun wir richtig Reifen gummieren. Da hinten haben wir einen schönen Parcours aufgebaut. Also ich glaube, das könnte jetzt ordentlich spaßig werden, gehe ich mal davon aus. Und es sieht danach aus, als würde da unser Auto kommen. Aha, das sieht aber geil aus. Ja. Das ist für eine geile Folierung. So, ja, servus. Servus. Ist das unserer? Mit einem schönen Satz Reifen, schönen frischen Satz. Genau, zum Oberreißen. Ja, perfekt. Also, dann würde ich sagen, Beppe, reiß mal auf. Aber richtig, Alter. Abfahrt mal. So, jetzt schauen wir mal, was hier mit dem Hobel da so quer geht, würde ich mal sagen, oder? Genau, Alter. Die Scheißkamera nicht. Ah, geh weiter. Bruder, muss groß los. Okay, also das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, das schaut super aus. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Jetzt machen wir hier den schönen Achter. Ja, da ist es aber ganz aus. Und entspannt, oder? Ja, wirklich gemütlich. Also. So, komm, ein Achter geht nochmal, oder? Also das ist voll geil, wie du kannst zwar echt hier entspannt. Also du kannst hier eigentlich relativ entspannt umsetzen, ja, mit dem Achter. Ja, voll. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt rein Heckantrieb gewohnt bist, du musst dich wirklich ein bisschen umstellen. Ja, das stimmt auf jeden Fall, weil vor allem du komplett andere Lenkimpulse geben musst. Ja, ja, eben, das stimmt. Schau mal, hier jetzt aus dem zweiten wieder raus. Jetzt glaube ich, hat er wieder irgendwas zusammengerammt. Nein, das steht nur, das habe ich nicht ausgehalten. Das steht es. Oh, doch, hast du schon. So, Achter, oder? Ja, du musst eigentlich rein nur übers Gas. Alter. Das ist schon extrem rutschig da. Ja, also hier ist es echt rutschig, muss man sagen. Er schwitzt hinten oben. Schau mal, da haben sie einen Reifenfaden haben wir hier. Schau hier, du, also wirklich ganz easy, Leute, ganz easy. Jetzt setzen wir nochmal um. Und dann hier wieder, jetzt halt schön aufs Gas drauf. Ein Achter machen wir nochmal, oder Beppe? Ja, denk mal, der Schwung wird brutal. Der wird brutal. Der wird brutal. Aber schau mal! Alter, er zieht sich also, jetzt hat er schon aus. Das geht! Ja. Echt Wahnsinn! Voll geil, Alter. Also ich würde sagen, du stellst dich mal raus. Dann schauen wir mal das von außen und dann, oder? Also, Abfahrt. So, sind wir bereit? Sind wir bereit, Mann? Also, dann reiß mal auf. Dann reiß auf mit der Hitten, Mann! Thank you.
Und? Was sagst du, Alter? Passt. Passt. Also das lässt sich so geil querfahren. Ohne Scheiß, Leute, wie kontrolliert sich das querfahren lässt. Und vor allem der Achter, das Umsetzen. Mega geil. Ohne Scheiß, Mann. Also was da Audi für einen Job gemacht hat, sag ich nur, was sagt man da? Abfahrt, die aller Reise auf, ich weiß nicht, was. Ja, das sagt man, leck mir im Ohr. Leck mir im Ohr, das haben wir direkt an der Runde. Also. Hörst du es? Ja, hör mal. So Leute, wir sind auf der Rennstrecke angekommen. Jetzt gehen wir mal kurz rein, denn hier haben wir das Rekordfahrzeug vom Nürburgring, von der serienmäßigen Kompaktklasse. Und zwar haben wir eine Rekordzeit von 7 Minuten und 40. Genau, und das sind 8 Sekunden schneller als der M2 CS. Bedeutet, das ist schon wirklich eine Ansage hier und vor allem, was sehen wir? Erst einmal haben wir die Keramikbremse am Start, hier in Blau. Wir können die ja entweder in Blau oder in Rot nehmen. Und dann jetzt hier die Pirelli P-Zero Trofeo R-Reifen. Das heftigste, was es mit Straßenzulassung gibt, eigentlich ein Reifen rein für die Rennstrecke. Und zieht euch bitte mal den Innenraum rein. Wir haben hier einen kompletten Überrollkäfig mit schönen Recaro-Schalensitze. Also das ist hier schon richtig eine Ansage. Und dann sehen wir hier im Hintergrund noch die alten RS3 Modelle. Einmal 2015er Baujahr und dann hier den ersten RS3 2011er Baujahr. Ich würde sagen, wir zwei Süßen, wir gehen jetzt noch auf ganz entspannt kurz was trinken, oder? Mhm, ganz entspannt. So ein kleines Erfrischungsgetränk. Und dann würde ich sagen, reiß mal auf wieder, oder? Genau. Also, auf geht's. So, dann fahren wir los. Pepe fährt hinter uns, hinterher. Also ich sage euch ganz ehrlich, die Strecke macht ordentlich Bock. Wir sind jetzt im Performance-Modus, Fahrwerk in weich gestellt, weil die Strecke ist extrem hart. Aber ich sage euch ganz ehrlich, also das Auto hier, das macht richtig Bock. Du kannst den Kübel hier in die Kurven schmeißen, ne, dass alles vorbei ist. Hier schön die Strecke ausnutzen, ne? Und dann hier rein und hier, boah. So, und jetzt 400 PS, geradeaus durchmarschieren, 150, 160, 180 und in die Bremse rein, Keramikbremse am Start. Mega, mega gut, muss man ganz ehrlich sagen. Und hier wieder schön raus, jawohl, schön den Dreck aufwirbeln. Also das ist schon hier wirklich eine Ansage, sage ich euch. Ja, hier geht ein bisschen ins Untersteuern. Da kommt er einmal kurz ein bisschen ins Untersteuern, aber dafür hier auch übersteuern. Leck mich am Arsch. Jawohl. Ja, bist du deppert. Also das geht, macht hier schon ordentlich Bock. Jetzt ist ESP komplett ausgeschalten. Da kommt er wieder leicht mit dem Heck. Also, ich sag euch, das macht richtig Bock hier, der Kübel. Boah, unfassbar. So, eine Runde geht schon noch. Also, die Keramikbremse, das ist unfassbar, Leute. Neuer RS3, geiler Job, Audi, geiler Job.
nochmals steht, Start! Jetzt wird es romantisch, oder? Ja, Sonne ist weg, das Wetter ist gerade Wahnsinn. Aber wir zwei sind auf der Rennstrecke, ganz alleine, mit dem grünen Flitzer. Und da kommen wir zum Fazit, zum neuen Audi RS3. Ich bin ohne jegliche Erwartungen hingegangen, denn vom Vorgänger habe ich immer nur erfahren, dass das Auto recht untersteuert. Du fährst ja selber einen, hast mir das ja auch so weitergegeben. Und ich meine, du hast ja jetzt den besten Vergleich. Und du hast zu mir gesagt, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kann nur sagen, Leute, das Auto war mega geil auf der Rennstrecke zum Fahren, dann zum Querfahren, was man eigentlich nie von dem Audi erwartet hätte zuvor. Richtig gut, vor allem kontrolliert, easy. Auf der anderen Seite komfortabel. Wir haben weiterhin den 5-Zylinder-Turbomotor am Start. Und vor allem für die Leute, die den Vorgänger fahren, fahrt das Ding Probe. Denn spätestens dann wollt ihr euch einen zulegen. Ich meine, reden wir nochmal vom Design. Wie geil das Auto von vorne, von hinten dasteht. Innenraum, da gibt es nichts zu meckern. Und von daher, ich meine, wir haben hier schon einen Kollegen, der sich jetzt den neuen anscheinend zulegen will. Schieß. Und ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Wir zwei Süßen genießen jetzt noch den schönen Sonnenuntergang. Süßen. Und das Video lassen wir weg und wir nehmen den Clip davor. Ah, okay. Warum hat er dir nicht gefallen? Der hat mir nicht gefallen. Erklär's mal. Ja, der hat mir einfach nicht gefallen. Okay. Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Okay, warum? Weil du mich nervös gemacht hast. Spritzwurf? Nee, Spritzwurf habe ich noch nicht. Okay. Ich habe heute gut gegessen. Ja. Auch wenn es ein Gyros gewesen ist, aber es war trotzdem gut. Stinken wir dann so viel aus der Gosch? Komm, ich will jetzt nach Hause. Stinken wir dann so viel aus der Gosch? Lass mich in Ruhe, geh jetzt. Stinken wir dann so viel aus der Gosch? Lass fliegen vor der Ecke. Du, ich fahr alleine. Ja, okay, steig mal raus. Okay, alles klar, also bis dann. Ja, ciao. Mit dem kompletten Kühlergrill, schön blacked out, selbst sogar hier die 5 Audi-Ringe. Was? Gut aufgepasst, Peppe. Ja, da habe ich gerne in der Schule. Minuten Meter mehr als beim Vorgängermodell. Bedeutet, da haut mich gleich über den Stein drüber. Du leck mir am Arsch, du. Vor allem, der ist so groß, gell? Ja. Hat er dir ein Bein gestellt? So, nochmal. Schau mal. Alter, hast du rasiert, Mann. Jetzt sag ich es erst. Du, Peppe, was hast denn du da angestellt? Ja, ich weiß auch nicht. Was hast denn du da gemacht? Also man sagt's... Musst du wieder so haargenau fahren? Ich hab das dokumentiert, du bist gefahren. Musst du wieder so haargenau fahren? Ja. Magst du mal das Hirn aufstellen? Ja, aber da schaut's vielleicht richtig schlimm aus, Alter. Ja, das geht schon. Alter, da hast du ja richtig rasiert, Alter. Das komplette Hirn ist hier. Das mach ich der Wind sowieso davon. Richtig romantisch, oder hier? Mhm. Wir zwei auf der Rennstrecke, alleine. Mit einem grünen Auto, ganz alleine. Sonnenuntergang steht bald an. Steht bald an. Ja. Wieder katastrophal. Haben wir einen erfolgreichen Tag gehabt, Peppe. Du bist einfach so verloren, Bruder. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Genau, das gibt nicht mehr dazu sagen. Wer bist du? Germanien-Kollektor.